Lach doch mal. Warum guckst du denn wieder so böse? Bist du irgendwie schlecht drauf oder warum guckst du so? Lach doch mal. Das sieht dann gleich viel, viel schöner aus. So oder so ähnlich habt ihr diese Situation bestimmt schon alle gehabt. Falls nicht, herzlichen Glückwunsch. Falls doch, willkommen in meiner Welt. Dieses ständige Lach doch mal, guck nicht so böse. Was ist mit dir denn los? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Warum bist du so schlecht drauf? Warum guckst du so? Lächel doch mal. Das ist einfach nur super nervig. Ganz im Ernst. Also wenn Leute sowas zu mir sagen, dann könnte ich echt explodieren. Und zwar, weil ich vorher gar nicht schlecht drauf war, sondern eigentlich nur erst richtig genervt bin, weil Leute sowas zu mir sagen. Wer bitte sitzt super grinsend, als wenn ihm die Sonne aus dem Popo scheinen würde, irgendwo? Und grinst einfach vor sich hin, während er zum Beispiel ein Buch liest und das zum Beispiel konzentriert macht oder konzentriert vor dem PC sitzt oder weiß ich nicht, vor den Hausaufgaben oder im Unterricht oder wenn man vielleicht einfach mal in der Pause abschaltet und dann der Lehrer reinkommt und man vielleicht nicht direkt so aussieht, als wenn man gerade das Allergeilste in seinem Leben macht. Mathe oder so. Ich meine, es ist doch völlig klar, dass nicht jeder die ganze Zeit richtig gut drauf ist. Und wenn zum Beispiel Leute auch mal fragen, wenn jemand wirklich, der sonst vielleicht eher gut drauf ist und dann mal einen Tag hat, wo er wirklich nicht so glücklich aussieht, dann gefragt wird, ob er nicht vielleicht mal ein bisschen mehr lächeln sollte oder was mit ihm los ist, dann ist das natürlich total okay und ich habe da absolut nichts gegen. Aber wenn man einfach scheinbar ständig so einen Gesichtsausdruck drauf hat, wo alle Leute denken, dass man schlecht drauf ist, dann treibt mich das einfach nur in den Wahnsinn. Also wirklich, es macht mich wirklich wahnsinnig und einfach nur total aggressiv, obwohl man vielleicht vorher wirklich echt eine Laune hatte, die okay war. Also wirklich okay. Und danach ist gar nichts mehr okay. Ich meine, ganz im Ernst, jeder, der einfach nur irgendwo sitzt und keine Ahnung, in irgendeine Richtung guckt oder so, das passiert mir halt richtig häufig, ist nicht gleich schlecht drauf. Also wirklich. Ihr super glücklichen Menschen da draußen, die ganze Zeit strahlend und lächelnd durch die Gegend laufen, ich freue mich wirklich für euch, aber nur weil Menschen wie ich das nicht die ganze Zeit tun, heißt es wirklich nicht, dass wir schlecht drauf sind oder so. Also, calm down. Ich lächle wirklich gerne und ich lache auch wirklich gerne und ich tue es so oft ich es kann. Also wirklich, ich versuche es sehr, sehr häufig am Tag. Aber es gibt einfach solche Momente, wo man wirklich einfach an nichts denkt. Also kennt ihr das? Ihr denkt einfach an nichts. Mag sein, dass ich irgendwie böse aussehe, wenn ich an nichts denke, aber ja, es ist einfach nur mal so, das mal rauszulassen, dass man nur, weil man vielleicht ein neutrales Gesicht hat, nicht unbedingt schlecht drauf ist. Ich würde jetzt meinen ehemaligen Klassenlehrer aus der Realschule unglaublich gerne grüßen, aber da er nicht mehr unter uns weilt, kann ich das nicht. Aber er war so ein Mensch, der jeden Tag damit reinkam und erstmal mich vor der kompletten Klasse bloßgestellt hat. Und mich gefragt hat, warum ich denn schon wieder so ein Gesicht ziehe. Und irgendwann fängt man tatsächlich an, automatisch ein Gesicht zu ziehen, weil man einfach schon schlecht drauf ist, weil man gewisse Personen mit so einer Frage verbindet. Und das macht einen einfach wahnsinnig. Was ich euch mit diesem Video versuche zu sagen, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Also ich wollte einfach nur mal meinen Frust loswerden, weil ich einfach weiß, dass unglaublich viele Leute dieses Problem haben. Und ja, lasst euch davon nicht runterziehen und ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, aber ich weiß, es kann einen runterziehen. Trotzdem versucht es irgendwie zu ignorieren. Und an alle Leute da draußen, von denen ich weiß, natürlich, die meisten meinen es wirklich nur gut. Und ich bin auch schon manchmal dankbar gewesen für das ein oder andere, die ein oder andere Frage mit, warum geht's dir denn nicht so gut oder was ist denn los? Weil es gibt natürlich diese Tage, wo es einem wirklich nicht gut geht und wo es dann wirklich gut tut, wenn einen das jemand fragt. Aber die meiste Zeit will man doch eigentlich nicht mit solchen Fragen belästigt werden oder mit solchen Sprüchen wie, lach doch mal. Warum guckst du denn wieder so böse? Bist du irgendwie schlecht drauf oder warum guckst du so? Lach doch mal. Das sieht dann gleich viel, viel schöner aus. Also von daher, ihr seid nicht alleine, mir geht's auch so und ja,
Wir versuchen einfach ein bisschen mehr zu lächeln, um unsere Umwelt etwas mehr zu beruhigen, würde ich sagen. Und ja, falls ihr euren Frust und vielleicht Feedback zu diesem Videotypen-Video, diesem neuen Videoformat hier loswerden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich, ja, lese mir das dann alles durch und hoffe, dass ich noch ganz, ganz viele Seelenverwandten über dieses Thema in den Kommentaren finden werde. Und ja, liebe Grüße da draußen an alle, die immer dafür angesprochen werden, was für einen miesen Gesichtsausdruck sie doch haben. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Lächeln nicht vergessen, ne? Tschüss!